Da ist keiner unter euch, der sagen könnte, er habe Anspruch auf das Glück. Sucht es euch. Aber nicht an den Schnellstraßen des Ruhms oder in den goldenen Gärten des Reichtums. An den stillen Wegen der Hoffnung, der Zuversicht und der Liebe. Dort sucht nach dem Glück. Dort wandelt ein Engel auf Erden. Wo wollen Sie hin? Arrowville. Ja, da fahre ich hin. Vielen Dank. Einen Moment. Ich sagte, ich fahre da hin. Wenn Sie mit wollen, müssen Sie zahlen. $10. Aber ich denke, Sie fahren sowieso hin. Nichts ist umsonst auf dieser Welt, klar? $10. Helfen schon. Was? Helfen ist umsonst. In was für einer Welt leben Sie denn? Was ist denn auf einmal mit dir los? Gibt's Probleme? Nein, ich stecke meine Birne nur hier rein, damit meine Glatze im Schatten ist. Soll ich mal nachsehen? Ich glaube, dass ich über meinen eigenen Laster wohl besser Bescheid weiß als Sie. Soll ich nicht doch mal reinschauen? Mit den eigenen Lastern ist das manchmal so eine Sache. Ja, also gut, ja, meinetwegen. So, jetzt starten Sie mal. Tipp. Wünsche einen schönen Tag. Sie, wenn Sie immer noch mitfahren wollen, steigen Sie ein. Sehr freundlich. Also, ich heiße Clyde. Jonathan. Sind Sie Mechaniker? War ich mal. Sie haben ein feines Händchen für Maschinen. So eine Art Gabe, glaube ich. Oh, da können Sie aber eine Menge Geld verdienen mit so einer Gabe. Das wäre möglich. Wo wollen Sie denn hin in der Stadt? Ins Havencrestheim. Wo die alten Leute sitzen? Ja. Oh, haben Sie einen Verwandten da? Nein, nein, nur ein paar alte Freunde. Na gut, ich lasse Sie da raus. Aber Sie sollen wegen mir keinen Umweg machen. Ich sagte, ich lasse Sie da raus, alles klar? Danke. So, wir sind da. Vielen Dank. Hey! Ja? Danke auch für die Hilfe. Er hat das Wesen aller Dinge. Sei gut zu ihm, dann ist er auch gut zu dir. Wir sehen uns bestimmt noch mal wieder.
machen Sie, dann schreiben Sie an die Dieter-Familie, dass wir den alten Mann nicht mehr hier behalten können, wenn bis dahin das Geld nicht bei uns eingegangen ist. Aber Sie haben uns doch gesagt, dass der Scheck diesen Monat etwas später kommt. Miss Gordon, ich weiß genau, was Sie gesagt haben. Ich habe hier ein Geschäft zu führen, deswegen bin ich hier. Kann ich Ihnen helfen? Entschuldigen Sie, aber ich wollte Sie nicht unterbrechen. Schon in Ordnung. Also, ich bin zufällig auf das Inserat in der Zeitung gestoßen, wegen eines Gärtners und Hausmeisters. Was denn, das Inserat? Wieso ist das denn schon drin? Das war doch für morgen. Oh, ja, ich weiß. Ich habe es im Zeitungsbüro erfahren. Ich dachte, wer zuerst kommt, mal zuerst. Das ist wahr, Mr. Jonathan Smith. Bitte keine Witze über meinen Namen. Witze? Naja, ob ich Verwandte hätte. Der Name Smith käme Ihnen so bekannt vor. Ah ja, ich verstehe. Wir brauchen natürlich Referenzen. Ja, aber das wird eine Weile dauern. Die muss ich mir erst besorgen. Sie erwarten doch nicht, dass wir Sie ohne Zeugnisse einstellen. Hat denn mein Vorgänger Zeugnisse gehabt? Aber natürlich. Und wo ist er jetzt? Was? Naja, der Gärtner vor mir. Wo ist er geblieben? Ich habe ihn entlassen. Weswegen? Weil er faul war und nicht arbeiten wollte. Na sehen Sie, Zeugnisse sind eben doch nicht alles. Mr. Smith, ich glaube nicht, dass diese Unterhaltung zu einem Ergebnis führt. Unsere Methode ist... Ich würde gern den ersten Monat für Sie ohne Bezahlung arbeiten. Wenn Sie mit meiner Arbeit zufrieden sind, dann nehme ich auch Geld dafür. Wollen Sie wirklich einen ganzen Monat ohne Geld arbeiten? Sicher? Mache ich meine Arbeit schlecht, sagen Sie einfach Adieu. Sie verlieren nichts. All right. Ich werde es versuchen. Danke, Sir. Miss Gordon, würden Sie Mr. Smith bitte zeigen, wo der Geräteraum ist? Ja, Sir. Smith? Ja, Sir. Ich habe eine Bestandsliste von allen Gegenständen im Geräteraum. Es ist alles aufgeführt. Verstanden. So ein schöner Tag. Warum sind Sie alle drin? Ja, die alten Leute gehen nur raus, wenn Besucher kommen. Aber viele haben nur selten Besuch. Manche sogar nie. Was tun Sie den ganzen Tag? Rumsitzen. Und das Personal? Planen Sie keine Unternehmung, Ausflüge oder sowas? Mr. Haskins findet sowas überflüssig. Er meint, wir hätten nur fürs Essen und Ihre Zimmer zu sorgen und nicht für Ihre Unterhaltung. Ich glaube, das ist der falsche Schlüssel. Und was glauben Sie über die alten Leute? Was soll ich glauben? Ich arbeite hier. Ich muss einen anderen Schlüssel holen. Lassen Sie mich versuchen. Wenn man bedenkt, früher brauchten die Menschen keine Schlüssel. Nur fürs Gefängnis. Die Zeiten ändern sich. Die Menschen haben sich geändert. Sie vertrauen einander nicht mehr. Sie werden hier sicher alles finden, was Sie brauchen. Leslie? Ja? Darf ich Sie Leslie nennen? Ja? Ich muss hier irgendwo eine Wohnung suchen. Könnten Sie mir vielleicht dabei helfen? Tja, da ist noch etwas frei, da wo ich wohne. Es sind keine Luxus-Apartments, aber es ist ganz in der Nähe. Das klingt verlockend, wenn Sie es mir zeigen würden. Nach der Arbeit wäre ich sehr dankbar. Ja, gern. Wir sehen uns dann später. Woher wussten Sie eigentlich, dass ich Leslie heiße? Hat uns Mr. Haskins nicht vorgestellt? Also dann, bis später. Entschuldigung, ich soll Ihr Klimagerät nachsehen. Wer sind Sie? Jonathan, der neue Hausmeister. Sehr gut. Endlich haben Sie mal einen Netten gefunden. Treten Sie näher. Das Ding steht am Fenster. Vielen Dank. Man kann es wohl nicht mehr reparieren. Der andere hat es schon versucht. Er war allerdings dümmer, als die Polizei erlaubt. Ich gucke mir die Sache mal an. Das Ding ist genauso wie die meisten Leute hier. Zu alt, um zu funktionieren. Naja, das Alte ist manchmal besser. Verlässlicher. Ja. Gehen Sie weg von meiner Tür. Na, gehen Sie schon. Gehen Sie. Husch! Sie sind ja richtig pervers. Raus, gehen Sie. Können Sie nicht hören? Ein schrecklicher Kerl. Er steigt mir dauernd nach. Vielleicht mag er Sie. Aber ich bitte Sie, der ist doch schon über 80. Ich mag keine alten Männer, die mich anstarren. Verlassen Sie deshalb niemals Ihr Zimmer? Ich bleibe nicht mehr lange. Ich habe hier keinen Dauerplatz, wissen Sie. Meine Tochter und Ihr Mann kommen in ein paar Wochen aus Europa zurück. Dann wohne ich bei Ihnen. Das ist schön. Die anderen sind alle im Speisesaal und glotzen in die Röhre. Und Sie, mögen Sie kein Fernsehen?
Ich mag es nicht, wenn alle um mich rum sind. Sie sind doch halb taub. Und die ganze Sendung überschreien sie sich an. Was hat er gesagt? Was hat sie gesagt? Und von der ganzen blöden Sendung kann man überhaupt nichts verstehen. Oh, Miss Matty. Das ist meine Zimmergenossin. Hallo, Miss Matty. Sie müssen schreien. Sie hört schon nichts mehr seit dem Ersten Weltkrieg. Miss Matty, ist heute jemand in der Klinik gestorben? Was? In der Klinik ist jemand von uns gestorben? Aus welchem Zimmer war er denn? Nein, nicht hier. Im Fernsehen, meine ich. Wer ist da gestorben? Was denn beim Fernsehen? Einfach so? Vielleicht rübergefallen und gleich tot? Nein, meine Liebe. In der Fernsehserie Mayo Klinik. Wer ist da zuletzt gestorben? Oh, oh, oh. Nein, nein, da ist keiner gestorben. Sehen Sie, das meine ich. Nichts ist so schwierig, wie mit diesen alten Leuten an einem Platz zu leben. Alte Leute leben eigentlich glücklich. Wieso das? Viele schaffen es gar nicht, erst alt zu werden. Er geht wieder. Wenn er noch mal Schwierigkeiten macht, rufen Sie mich. Hat mich gefreut, Miss Matty. War auch eine Freude für mich. Sie haben ihn verstanden? Aber natürlich, ich bin doch nicht taub. Ich kann alles verstehen. Aber wieso muss ich dann die ganze Zeit schreien mit Ihnen? Sie müssen gar nicht. Ich habe mir das nie von Ihnen gewünscht. Sie sind genau wie alle anderen. Wenn man alt wird, dann schreien einen die Leute dauernd an. Meine Tochter schreit niemals mit mir. Natürlich nicht. Sie will ja nicht mal mit Ihnen sprechen. Sie ist in Europa, das wissen Sie doch. Na ja, wenn Sie es sagen, ich gehe zum Mittagessen. Sie holt mich hier raus, wenn sie zurückkommt. Sie würde mich nicht an einem Ort wie diesem hier sitzen lassen. Gehen Sie nur. Gehen Sie mit denen essen. Verschütten Sie mit ihnen die Suppe und klappern Sie mit ihren falschen Zähnen. Gehen Sie! Da sind Sie am richtigen Platz. Sie gehören zu ihnen. Schön. Oh, vielen Dank. Nichts verschönt einen Ort so sehr wie ein paar Blumen. Aber wie haben Sie das alles nur so schnell geschafft? Es macht mir Spaß. Es geht wie von selbst. Ich glaube, ich habe einen grünen Daumen. Oh, ich sehe, es ist 5 Uhr. Sie wollten sich doch gern das Apartment ansehen. Ja, wenn Sie noch eine Minute warten, ich bringe nur schnell die Geräte weg. Natürlich. Smith? Ja? Was soll das? Was denn? Die Blumen. In Ihrer Arbeitsanweisung steht nichts von Blumen. Nein, aber ich dachte, der Platz könnte etwas Farbe vertragen. Ich würde es schätzen, wenn Sie täten, was man Ihnen gesagt hat. Das habe ich getan. Was denn alles? Ja, Sie können das gerne überprüfen. Trotzdem, im Etat ist kein Geld für Blumen vorgesehen. Oh, die haben nichts gekostet. Ein Geschenk von einem Freund. Alle geschenkt? Ja, wir können noch mehr haben. Mein Freund lässt viele Blumen wachsen. Entschuldigung, ich muss jetzt gehen. Reine Zeitverschwendung. Wenn verkauft wird, reißen die sowieso alles wieder raus. Ach, wie dumm. Was ist? Mrs. Goody kommt erst nach 6 zurück. Das macht doch nichts. Das ist nur eine halbe Stunde. Ich warte hier. Na schön. Ich hoffe, es klappt. Da bin ich ganz sicher und recht vielen Dank. Keine Ursache. Wollen Sie vielleicht lieber bei mir warten? Ja, das wäre sehr angenehm, wenn es keine Mühe macht. Nein, ganz und gar nicht. Dankeschön. Die anderen Wohnungen sind ganz ähnlich, nur dass es hier noch ein zweites Zimmer gibt. Ich lebe mit meinem Bruder zusammen. Ja, sehr hübsch, sehr geräumig. Ja, die alten Häuser sind großzügig gebaut. Mark, ich wusste nicht, dass du da bist. Jetzt weißt du es. Mark, das ist Jonathan Smith. Wie geht's? Großartig, ganz großartig. Kann ich Ihnen was zu trinken anbieten? Bier ist alle. Nein, vielen Dank, ich habe keinen Durst. Überrascht, dass ich hier bin. Ja. Sie haben mich gefeuert. Oh nein. Ach, blöde Kiste. Warum bringen Sie keine Footballspiele für die sportbegeisterten Arbeitslosen?
Ich glaube, ich warte lieber draußen auf Mrs. Goody. Vielleicht kommt sie auch früher nach Hause. Ja, gut. Und nochmal vielen Dank für alles. Bitte. Was ist nun wieder passiert? Ach, ist doch egal. Mir nicht. Aber mir ist es egal. Ich war schließlich nicht der Chef von General Motors oder sowas. Es war ein beschissener Job und ich finde wieder einen beschissenen Job. Bist du zum Abendessen zu Hause? Weiß ich nicht. Aber ich möchte wissen, ob ich für dich kochen muss oder nicht. Hallo, Frau Nachbarin. Oh, Entschuldigung. Es tut mir leid, wenn ich Sie erschreckt habe. Es ist schon spät. Ich hatte nicht erwartet, dass noch jemand auf ist. Naja, ich schlafe nicht viel. Sie sorgen sich um Ihren Bruder. Ich habe ihn weggehen sehen. Es ist immer und immer wieder dasselbe. Bei jedem neuen Job verspricht er, dass es anders wird, aber es bleibt alles beim Alten. Ich weiß gar nicht, warum ich ihn überhaupt gefragt habe, was es diesmal war. Sie haben ihn wegen einer Schlägerei gefeuert. Er hat sich mit irgendjemand aus Gott weiß was für einem Grund geprügelt. War er denn schon immer so? Nein. Früher war er ganz anders. Da war er bei der Polizei in Oakland, fast 15 Jahre. Und er hat seine Arbeit wirklich geliebt. Aber dann hat er sich verändert. Wegen jeder Kleinigkeit wurde er aufbrausend und wütend. Seine Vorgesetzten haben ihn oft gewarnt, aber es hat nichts geholfen. Tja, und dann haben sie ihn schließlich entlassen. Suspendiert wegen grober Übergriffe. Seitdem lebt er mit mir zusammen. Und wie lange ist das schon? Fast 5 Jahre. Und während der Zeit hat er sich nicht geändert? Nein. Außer, dass er jetzt auch noch trinkt, wenn er sich aufregt. Deswegen mache ich mir auch jetzt Sorgen. Er sitzt wieder drüben im Rex und lässt sich volllaufen. Das letzte Mal hat er auf dem Nachhauseweg ein parkendes Auto gerammt. Es tut mir leid. Sie wollten bestimmt nicht all meine Sorgen hören. Aber was, das sehe ich ganz anders. Sie wissen doch, für seine Sorgen hat man seine Freunde. Ich kenne das Wort. Aber wir sind Fremde. Es kommt darauf an, was man sein will. Manche wollen lieber Freunde sein und manche bleiben lieber Fremde. Ich wäre lieber ein Freund. Ich auch. Okay. Ich gehe sowieso in die Stadt, da kann ich auch mal ins Rex reinschauen und sehen, wie es Ihrem Bruder geht. Das ist sehr freundlich, aber er hat getrunken und ich möchte nicht, dass Sie... Oh gut, erst sorgen Sie sich um Ihren Bruder und jetzt schon um mich. Verbringen Sie doch mal etwas Zeit damit, an sich selbst zu denken. Ich bringe Ihren Bruder schon gut nach Hause. Gute Nacht, Leslie. Gute Nacht. So, alles da, Holly. Danke, Bonnie. Wie geht's dir? Gut. Alles klar. Sie? Wir haben uns kurz bei Ihnen zu Hause gesehen. Hören Sie, ich trinke am liebsten allein. Ja, Ihre Schwester hat es mir erzählt. Oh, ja, ja.
Darum geht es also. Meine kleine Schwester macht sich wieder mal Sorgen um mich. Ja, das tut sie. Und was ist mit Ihnen? Machen Sie sich auch Sorgen um mich? Um Sie und jeden, den Sie nachher zufällig treffen. Ja, aber ich kann Ihre Anteilnahme nicht brauchen. Also, wie gesagt, ich trinke am liebsten allein. Was ist los mit dir? Bist du taub? Naja. Sie wollen hier sitzen, also sitzen Sie. Was soll's? Was wollen Sie eigentlich wirklich? Interessieren Sie sich vielleicht für meine Schwester? Nein. Naja. Habe ich mir schon gedacht. Keiner interessiert sich ernsthaft für meine Schwester. Wissen Sie, ich bin... Wie lange sind wir schon zusammen? 5 Jahre. Die ganze Zeit hindurch hatte sie nie eine Verabredung. Nicht eine. Jeden Abend sitzt sie zu Hause und liest irgend so ein Buch. Sie ist klug und gebildet. Und wissen Sie, warum sie nie eine Verabredung hat? Soll ich Ihnen sagen, warum sie immer allein ist? Sie ist farblos. Sie ist farblos. Blass. Und dafür klug. Aber die Männer mögen keine klugen Mädchen. Sie wollen hübsche Mädchen. So ist das. Vielleicht lieben die Männer mehr mit den Augen als mit dem Herzen. Vielleicht. Und warum bleibe ich bei ihr? Damit sie nicht so allein ist. Die Welt stinkt. Aber wir bringen sie dazu. Nein, sie stinkt. Sie stinkt. Wissen Sie was? Ich war ein Bulle. Soll ich Ihnen mal sagen, wie man da lebt? Wie wenn man sein ganzes Leben damit zubringt, sich im Fernsehen die Nachrichten anzuschauen. Töten und stehlen. Und wissen Sie auch, was man dagegen tun kann? Gar nichts. Sie können nur den Apparat abschalten. Oder versuchen, es zu ändern. Tja, ich gehe jetzt und hole mir noch was zu trinken. Dann will ich ein bisschen Spaß haben. Und Sie gehen jetzt am besten nach Hause. Oh, Darling, wie schön, dass ich dich hier treffe. Ich bin nicht alleine hier. Natürlich nicht. Du kannst ja gar nicht alleine tanzen. Dafür hast du mich. Hau ab! Du wirst Ärger bekommen, Graubart. Versuch's nicht nochmal. Uiui, was sehen meine Augen? Der große, starke Westernheld. Wir hatten uns beide nur zum kleinen Tänzchen verabredet. Ich entschuldige mich für meinen Freund. Er hat ein bisschen zu viel getrunken. Er meint es nicht so. Dann soll er sich entschuldigen. Wofür, du Schießbudenfigur? So, das reicht. Ein Moment. Macht das beide draußen aus. Ja, der Sheriff hat recht. Komm, Jesse James, ich zeig dir, wie der Westen erobert wurde. Setz dich, Schätzchen. Ich bin gleich wieder da. Du hast gehört, Schätzchen. Bleib einfach sitzen, ich bin gleich wieder da. Treffer! Hier ist er, der große Star des Westens, und ich bin Doc Holliday. Hey, Schluss jetzt! Lasst ihn in Ruhe! Wer sich überhebt, wird fallen. Wollen wir jetzt nach Hause gehen? Ja.
Alles in Ordnung? Ja, es geht mir gut. Dein Freund hat mich nach Hause gefahren. Ich habe ihn nicht darum gebeten. Ich habe mir nur Sorgen gemacht. Du weißt ja... Ach, ich denke mir meinen Teil. Was meinst du? Ach, ich weiß auch nicht. Ich bin müde. Mach dir keine Sorgen. Les? Dieser Freund von dir, dieser... Jonathan. Jonathan. Kommt dir denn nicht komisch vor? Wie meinst du das? Ja, ich weiß nicht. Vielleicht weiß ich auch nicht, was ich rede. Gehen wir schlafen. Gute Nacht. Gute Nacht. Guten Morgen. Guten Morgen. Wie gefallen Sie Ihnen? Was denn? Unsere neuen Fahrräder. Unsere Fahrräder? Ja. Ich dachte, es ist einfach lustiger, wenn wir zur Arbeit fahren. Und etwas Frühsport tut uns ganz gut. Ja, aber ich kann nicht. Ich bin nicht mehr Rad gefahren, seit ich ein kleines Mädchen war. Was macht das? Fahrradfahren, das ist ungefähr so wie Schwimmen. Man verlernt es nicht wieder. Nein, ich kann wirklich nicht. Wo haben Sie die eigentlich her? Ein Freund hat sie mir geschenkt. Und wo haben Sie die vielen Freunde her? Sie sind doch neu in der Stadt. Die Menschen sind nett, wenn man sie lässt. Also los, steigen Sie auf. Wirklich, ich kann nicht. Ich weiß nicht. Sind wir nicht schon etwas alt, um wie die Schulkinder damit rumzufahren? Leslie, ängstlich sein, das hat nichts mit dem Alter zu tun. Aber ich habe doch keine Angst. Dann steigen Sie auf Ihr Rad. Also gut. Treten wir in die Pedale. Sie werden schon sehen. Schon recht. Fahren Sie nur voraus. Los. Ich kann es kaum glauben, aber es geht wirklich noch. Na, was habe ich Ihnen gesagt? Jetzt volle Fahrt, das Rennen beginnt! Los! Und Sie sagen, Sie können nicht Radfahren. Ich habe überhaupt noch keine Frau so schnell in die Pedale treten sehen. Ich hatte ganz vergessen, wie viel Spaß es macht. Glaube ich. Hey, das ist ein hübsches Kleid. Welches denn? Das blaue. Das sieht noch richtig wie ein Kleid aus und nicht wie ein gepolsterter Garderobenständer mit solchen Schultern und irgendwelchen Pizzahüten. Sie würden fabelhaft damit aussehen. Ich? Aber ja. Ach, was wissen Männer schon über Damengarderobe? Ich glaube, wir fahren besser weiter. Den letzten beißen die Hunde. Also los. Sehen Sie doch bloß mal die Blumen an. Ja, ganz schön, nicht? Sie sind wunderbar. Und wie sie gewachsen sind, ich meine... Gestern waren Sie doch noch... Ich kann es einfach nicht glauben. Ja, es muss wohl der Kunstdünger gewesen sein, den ich da reingetan habe. Was in aller Welt haben Sie denn genommen? Ach, den Namen weiß ich auch nicht mehr. Miss Gordon, es ist 9:05. Ich komme, Mr. Haskins. Ich gehe auch besser an die Arbeit. Wir sehen uns beim Essen. Ach, du liebe Zeit. Sieh sich einer das an. Gefällt es Ihnen? Hoffen und Harren macht manchen zum Narren. Sie verschwenden nur ihre Zeit. Das Haus hier wird doch verkauft.
Eine große Maschine wird kommen, wird alles mit sich reißen. Das habe ich nicht gewusst. Seit wann steht es zum Verkauf? Schon fast ein Jahr. Also, vielleicht dauert es noch ein Jahr. Freuen wir uns doch an den schönen Dingen, solange es möglich ist. Das klingt überzeugend. An Ihnen ist ein Philosoph verloren gegangen. Ich denke ganz nüchtern. Ich sage Ihnen, an dem schönen Plätzchen ist noch viel zu tun. Es kostet viel Zeit und Arbeit, bis die Beete richtig schön sind. Das ist wahr. Ich hatte schließlich auch mal einen Garten. Was denn, wirklich? Sie hätten wohl nicht Zeit, mir hier ein bisschen zu helfen? Zeit? Das ist das Einzige, was wir hier wirklich haben, Zeit. Vielleicht würden die anderen auch gerne ein bisschen helfen. Soll ich Sie vielleicht mal fragen? Ja, ich wäre froh darüber. Es ist genug Werkzeug für jeden da. In Ordnung, mein junger Philosoph. Ich frage Sie mal. Danke sehr. Miss Gordon, wo sind Sie alle? Wen meinen Sie? Die Zimmer sind leer. Alle leer? So gut wie. Ich weiß es nicht. Ich war die letzten 2 Stunden in der Küche. Der Herd ist wieder kaputt. Das ist jetzt nicht wichtig. Wir müssen Sie suchen. Was ist denn hier los? Das darf doch nicht wahr sein. Smith? Smith! Ja, Sir? Darf ich mit Ihnen sprechen? Ich bin gleich wieder da. Das sieht schon sehr gut aus, Miss Matthew. Oh, vielen Dank. Ja, Sir? Was hat das zu bedeuten? Was tun die Leute hier draußen? Sie gärtnern. Smith, das sind doch alles alte Leute, die Sie hier beschäftigen. Oh ja, das weiß ich. Warum erlauben Sie ihnen dann sowas? Weil Sie es wollten. Was Sie wollen und was gut für Sie ist, sind ganz verschiedene Dinge. Was haben Sie sich dabei gedacht, einer Frau wie Miss Matty eine Gartenschere in die Hand zu drücken? Oh, ein Spaten wäre zu schwer für Sie. Und mal angenommen, Sie würden sich verletzen. Dann hätten wir einen Prozess auf dem Hals. Haben Sie das auch bedacht? Sie machen es wirklich alle sehr gut, Sir. Verzeihung, Mr. Haskins, aber Sie müssen diesen alten Leuten mehr Anerkennung geben. Sie brauchen das. So fühlen Sie sich nützlich. Ich glaube, er hat recht, Mr. Haskins. Wie meinten Sie bitte? Ich denke, er hat recht. Die Leute müssen irgendetwas tun und es nimmt ja auch keinem von uns Zeit weg. Wem kann es also schaden? Also gut. Aber wenn irgendetwas passiert, dann sind Sie mir dafür verantwortlich. Und Sie auch. Was ist mit dem Herd? Machen Sie kalte Küche. Ich versuche, jemanden zu bekommen. Ich glaube, es ist gar nicht wahr. Was? Ich widerspreche Mr. Haskins. Und er hat zugehört. Sagten Sie nicht, der Herd wäre nicht in Ordnung? Oh ja, es müsste längst ein neuer her, aber Sie wollen das Geld nicht ausgeben. Dann könnten wir doch einfach ein bisschen grillen hier draußen mit Hamburgern und Würstchen. Wie wär's? Oh, das weiß ich nicht. Na, warum nicht? Alle mal herhören. Wie wär's mit einem Picknick? Sagten Sie Picknick? Ein Barbecue mit Hotdogs und Hamburgern. Habt ihr das gehört? Ein Picknick! Sie meinen doch nicht, dass wir hier draußen essen? Genau das hatte ich gedacht. Was hätten Sie gern, Miss Loretta? Am liebsten von jedem etwas, wenn es möglich wäre. Oh ja, es ist genug da. Wird das nicht zu viel? Da muten Sie Ihrem Magen eine ganze Menge zu. Oh, ich glaube, ich kann alles essen. Ich hatte noch nie einen so großen Hunger. Es wird nicht schaden, Miss Gordon. Ich lebe ja sonst sehr bescheiden, wie Sie wissen. Ich weiß. So, bitteschön. Danke vielmals. Normalerweise isst sie wie ein Spatz. Das beweist mal wieder, dass frische Luft den Appetit anregt. Das anregende Gefühl, nützlich zu sein. Der Garten war eine wundervolle Idee. Sie müssen helfen. Alleine schaffe ich es nicht. Ich habe das Gefühl, Sie erreichen alles, was Sie wollen. Ach, das wünsche ich mir nicht mal. Wo ist Sidney? Ich habe noch einen Hamburger für ihn, wie er ihn mag, halb verbrannt. Ich glaube, er versucht, seine geliebte Estelle ins Freie zu locken. Aber diese Liebe ist wohl hoffnungslos. Vielleicht das Beste für ihn. Möchten Sie seinen Hamburger? Natürlich.
Beziehung wäre sicher recht kompliziert. Ich habe es immer wieder mit Estelle versucht, aber sie hat ihr Zimmer noch nie verlassen. Ja, denken Sie an die Macht der Liebe. Ist noch was übrig? Aber sicher, Doc. Was möchten Sie gern? Ach, irgendwas. Es ist alles so gut. Oh, dann empfehle ich doch von jedem etwas. Herein. Hinaus. Danke. Das macht mir so gut wie gar nichts. Ich möchte allein gelassen werden. Aber Sie sind schon allein. Und Sie werden es auch gleich wieder sein. Ich komme nur, Ihnen ein paar Blumen zu bringen. Und um Ihnen zu sagen, dass das Essen da draußen sehr gut schmeckt. Na? Na hier. Ach, dann da drüben. Vielleicht wird es nicht ganz umsonst sein, die hier zu lassen. Mrs. Wicks, Estelle, ich weiß nun genau darüber Bescheid, was Ihnen besonders Freude macht. Andere Menschen zu verletzen. Aber was soll's, ich mag sie. Also dann, einen schönen Tag. Was fehlt Ihnen eigentlich, Mr. Gold? Was? Was wollen Sie damit sagen? Naja, ich meine, was denken Sie sich dabei, in mein Zimmer zu kommen? Ein völlig Fremder. Danke. Wofür? Dafür, dass Sie sagen, ich würde mir was dabei denken. Von Ihnen klingt das wie ein Kompliment. So war es aber nicht gemeint. Sie sind ein seniler alter Mann, der mir erzählt, er würde mich mögen. Ich kenne Sie nicht und Sie kennen mich nicht. Daran soll sich auch nichts ändern. So, nun respektieren Sie das. Und lassen Sie mich bitte allein. Was soll ich sagen? Ihr Wunsch ist mir Befehl, verehrte Mrs. Wicks, Estelle. Aber etwas möchte ich Ihnen doch noch sagen. Alt bin ich wirklich. Und wenn Sie mal die heutigen Alternativen erwägen, dann ist alt eigentlich gar nicht so schlecht. Aber senil, das bin ich wohl nicht. Und ich kenne Sie, glaube ich, ganz gut. Vielleicht besser als Sie sich selbst. Und ich weiß genau, dass Sie eigentlich so allein gar nicht sein wollen. Und ich mag Sie. Wirklich. Also nochmal guten Tag. Mrs. Wicks, Estelle. Schade, dass du das heute nicht gesehen hast. Sie waren völlig verändert, als ob sie plötzlich um Jahre jünger wären. Ich habe noch nie jemanden wie Jonathan getroffen. Was hältst du denn von ihm? Mark! Was? Na, was hältst du von Jonathan? Ich weiß nicht. Leslie, können wir nicht über irgendwas anderes sprechen? Alles, was ich während des Essens gehört habe, war Jonathan dies, Jonathan das. Jonathan, Jonathan, ich kann's nicht mehr hören. Du magst ihn nicht, habe ich recht? Ich glaube, ich traue ihm nicht. Warum nicht? Er ist zu nett. Keiner ist nett, wenn er nicht irgendwas im Schilde führt. Ich war Polizist, wie du weißt. Ich erkenne einen Schwindler, so wie ich ihn sehe. Du redest dummes Zeug. Meinst du wirklich? Dann erklär mir doch mal was. Wieso bekommt er von allen Leuten alle möglichen Dinge geschenkt? Wieso gerade er? Ich bin heute im Gartencenter vorbeigefahren. Hast du eine Ahnung, was diese ganzen Pflanzen kosten? Und dann diese Fahrräder. Die sind doch kein Schrott. Und das Barbecue heute, wo hat er das Geld für das Essen her? Hast du ihn danach gefragt? Ja, denn ich fand das gar nicht in Ordnung, dass er das bezahlt hat. Und? Was hat er gesagt? Dass ich mir darüber nicht den Kopf zerbrechen soll.
Tja, also ich kenne nicht viele Hausmeister in dieser Welt, die reich und unabhängig sind. Nein, ich traue ihm nicht. Das ist ja das Schlimme an dir. Du traust niemandem. Würdest du auch nicht, wenn du wüsstest, was ich schon gesehen habe. Wir wollen nicht streiten, Mark. Ich will ihn morgen Abend zum Essen einladen und es wäre nett, wenn du ausgehen würdest. Na, fabelhaft. Ich darf nicht mal in unserer Wohnung sein, wenn er kommt. Ich bin eine erwachsene Frau und ich möchte auch etwas Privatleben haben. Ach, du willst Privatleben? Das kannst du haben, so viel du willst. Herein. Kann ich Sie eine Minute sprechen? Natürlich, kommen Sie nur. Danke. Ich möchte Sie um einen Gefallen bitten, aber ich verstehe, wenn Sie Nein sagen. Dann sagen Sie erst mal, was es ist. Ja, gut. Ich habe einen Welpen gefunden. Der Kleine ist so niedlich, dass ich mich nicht mehr von ihm trennen kann. Aber mein Problem ist, er jault wie verrückt, wenn er allein ist. Wenn ich bei ihm bin, ist alles in Ordnung, aber wenn ich zur Arbeit gehe, dann spielt er verrückt. Sie wissen ja, wie Vermieter sind. Ein Nachbar beschwert sich und schon ist die Hölle los. Also, was ich Sie fragen möchte, können Sie nicht tagsüber ein bisschen auf ihn aufpassen, ihn füttern und mit ihm spazieren gehen? Oh, ich weiß nicht so recht. Sie wissen, meine Tochter kommt bald von ihrer Reise zurück. Oh, nein, 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 ich verstehe das, aber ich denke, in 2 Wochen ist er schon etwas gewachsen und wird auch nicht mehr so ängstlich sein. Ich will ganz ehrlich zu Ihnen sein. Ich weiß nicht, wenn ich sonst hier fragen kann. Es muss jemand sein, dem man so ein Tier anvertrauen kann. Und deswegen dachte ich an Sie. Ich habe Ihnen schon mitgebracht und auch eine Leine und ein paar Dosen Hundefutter. Na, komm mal raus, mein Freund. Oh Gott, wie niedlich. Das ist ja das reinste Wollknäuel. Wie winzig der noch ist. Ich glaube nicht, dass er sehr groß wird. Schauen Sie doch mal seine kleinen Pfötchen an. Ja, tatsächlich. Oh. Na, was sagen Sie? Wollen Sie ihn ein bisschen behalten? Also gut. So lange, wie ich kann. Sehr gut. Ich weiß gar nicht, wie ich Ihnen danken soll. Oh. So, und jetzt gehe ich wieder an meine Arbeit. Ja. Gefüttert habe ich ihn schon heute Morgen, aber er war noch nicht draußen. Wir wollen natürlich nicht, dass er ins Zimmer macht. Hm? Oh, das macht er nicht. Ach ja, und er hat noch keinen Namen. Vielleicht fällt Ihnen einer ein. Aber es ist Ihr Hund. Ja, aber mit Namen kenne ich mich nicht so aus. Denken Sie mal drüber nach. Wir sehen uns später. Tja, mein Kleiner, was bist du doch für ein hübsches kleines Kerlchen. Aber es ist schließlich keine Schnellfeuerkanone, es ist nur eine Schrotpistole. Aber schauen Sie sich mal die exzellente Ausführung an. Etwas Besseres können Sie nicht finden. Ja, mag sein, aber der Preis ist trotzdem zu hoch. Ich komme sofort, Sir. Ich habe Zeit. Ich sage Ihnen was, $55, aber das ist mein letztes Wort. Also gut, ich gebe Ihnen $50, aber dann muss Schluss sein. Das kann ich wirklich nicht machen. Dann nicht. Das Ding liegt schon 3 Wochen hier. Dann wird es in 3 Wochen immer noch das hier liegen. Das kann man nicht wissen. Kann ich Ihnen helfen, Sir? Ja, ein gemeinsamer Freund hat sie mir empfohlen wegen eines Fahrrads. Das ist sehr nett. Wer denn? Jonathan Smith. Smith? Der Name sagt mir augenblicklich nichts. Aber er muss Ihr Freund sein. Sie haben ihm 2 Räder geschenkt. Geschenkt? Sind Sie sicher? Ich weiß nicht, um was es geht, aber ich habe wirklich nichts zu verschenken. Dann bin ich wohl falsch informiert. Sie kennen diesen Jonathan nicht? Nein, tut mir leid. Aber wir können auch ohne ihn gut ins Geschäft kommen. Wir haben eine sehr große Auswahl. So. Danke. Ich komme wieder. Sagen Sie, sind bei Ihnen vielleicht in letzter Zeit irgendwelche Räder gestohlen worden? Nein, warum? Ach, nur so. Danke.